Jo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid hier beim Metal Zoo. Es geht wieder los. Worum geht's heute? Heute geht es um Frozen. Um das hier. Und wir haben auch hier wieder, genau wie bei den anderen auch, zwei verschiedene Artworks von diesen Indicators. Das ist die ältere Version, die ist aus Nightfall und Cryptid Nation. Und das ist die neuere, aus den neueren Sets, also ab Wilderness. Ja. Und wie funktioniert das nun mit Frozen? Also, ich würde sagen, wir fangen wieder theoretisch an. Da ist unser Rulebook, da steht alles drin. Und ich lese euch erstmal vor, was da steht. Und danach gehen wir wieder in die Praxis, okay? Also Leute, Frozen kann Artefakte und Beasties beeinflussen. Ja. Wenn eine Karte mit Frozen belegt wird, platziere einen Frozen Indicator auf der Karte. So. Und platziere einen Zehner auf dem Indikator gleich X. Und X ist halt, ja, das kommt darauf an, ob, also hier zum Beispiel steht, das zeige ich euch gleich noch. Hier steht Frozen und dahinter eine 5 in einer kleinen Klammer. Das heißt, hier würde ich jetzt den Würfel nehmen und die 5 draufsetzen. So, also das heißt 5 Runden. Wenn jetzt hier keine 5 angegeben wäre, dann würde ich ganz einfach einen Würfel schmeißen und also einen sechsstelligen Würfel und dann wäre das halt in dem Fall die 4. Ja. Wenn es eine 1 wäre, wäre es nur eine Runde und so weiter. Ja. So, jetzt weiter geht's. Entferne zu Beginn jeder Runde einen Zähler von dem Frozen Indicator. Wenn Sie den letzten Indicator auf diese Weise entfernt haben, wird die Karte erweckt. So, jetzt sagen wir mal, es ist jetzt so, der verschwindet und die Karte würde erweckt werden. Wenn eine Frozen, also eine Karte, die mit Frozen belegt wurde, Schaden außerhalb des Kampfes erleidet, indem sie Frozen erlitten hat, entferne den Frozen Indicator von dieser Karte. Eine Frozen Karte, also eine eingefrorene, ich benutze jetzt immer die englische Variante. Eine eingefrorene Karte kann unter keinen Umständen, also statt des Zuges, irgendwelche Karteneffekte und so weiter, erweckt werden. Also, wie sieht das jetzt aus? Wir haben jetzt hier, ich habe es schon kurz gezeigt, wir haben jetzt hier Dark und ein Frost Beastie. Das ist hier wieder der Kodiak Dinosaur. Jetzt will ich Wendigo einfrieren. Das heißt, ich greife ihn jetzt einfach an mit 60 Attack Points. Und das machen wir einfach mal hier. 60, genau. Und dann platziere ich diesen Frost Indicator auf der Karte. Und hier wurde ja angegeben 5 Runden. Das heißt, da kommt die 5 auf den Indikator. Und dadurch, dass Wendigo jetzt eingefroren ist, kann Wendigo mich nicht zurückangreifen. Ich hatte ja in den anderen Videos schon mal erklärt, unter anderem, wo es um Scared ging oder Burn, dass wenn ich die Karte angreife und die nicht mit einmal besiegt wird, dass die dann zurückangreift. Aber dadurch, dass sie jetzt eingefroren ist, geht das nicht. Ja? Also die hat den Frozen Indicator bekommen. Und 5 Runden und die ist damit auch fatigued, weil das so steht in dem Regelbuch. Und jetzt sage ich, und die ist auch fatigued, und jetzt sage ich Pass Turn, der ist dran. Und zu Beginn jeder Runde wird runtergerechnet, also jetzt habe ich hier, das sehe ich das gerade, habe ich es falsch gemacht, 60 sind es, 60 Schaden, sorry. 4. Und so weiter. Jetzt kann Wendigo nichts machen. Sagt jetzt Pass Turn, wenn er ja nicht irgendwas anderes machen kann. Dann bin ich dran. Dann kommt hier die 3. Und dann mache ich wieder irgendwas. 2, 1. Und dann bei 0
verschwindet das Ding und Wendigo wird erweckt. Jetzt stand ja da, eine Frozen-Karte kann unter keinen Umständen erweckt werden, außer wenn ich jetzt zum Beispiel Wendigo nochmal angreifen würde, jetzt, das ist jetzt nicht derselbe Zug, in dem ich Wendigo Frozen zugefügt habe, sondern das ist jetzt 2 oder 3 Runden später, wie auch immer. Wenn ich den jetzt nochmal angreifen wollen würde, dann, also erstens mal wäre natürlich Wendigo besiegt aufgrund der Schadenspunkte, die Wendigo schon erlitten hat. Aber sagen wir mal, es wäre jetzt nicht so, der würde jetzt nicht sterben, dann würde Wendigo erweckt werden, ja? Und würde diesen Status Indicator, diesen Frozen, würde der den verlieren. So, was gibt's noch zu sagen? Ja, Frozen ist auf jeden Fall ein sehr guter Indikator. Und es macht auf jeden Fall das Spiel langsamer und also für denjenigen natürlich. Ist auf jeden Fall sehr gut und sehr wichtig zu kennen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, rein in die Kommentare. Ich beantworte alles und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Sehr schön. Vielen Dank beim Zuschauen und bis bald. Ciao.